So und damit hallo und herzlich willkommen zu Drakensang Online, eines der besten Spiele meiner Meinung nach, die gerade mit GameStriker zusammensuchte, der sogar dabei ist. Hallo. Wir haben hier verschiedenste Namen, ich heiße Dämonenklaue und er gucke mal hierher. Bester Name. Und ja, also wir sind jetzt hier gerade beim Boss Herold. Falls ihr wirklich mal ein, ich sag mal jetzt Tutorial haben wollt, wie ihr alles funktioniert und so, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls euch so eine Folge Drakensang gefällt, lasst ein Like da und ich werde öfters ein paar Folgen bringen, denn ich feiere Drakensang einfach nur. Ich habe richtig, richtig Spaß beim Zocken, beim Drakensang, beim Aufnehmen von Drakensang. Und ja, also lasst uns mal den Boss besiegen hier. Den muss ich eh noch für eine tägliche Herausforderung hier töten, also passt es ja. So. Da kommt er schon. Hui. Hi. Na? Der sieht schön aus. Der Boss hier fällt mir echt. Und ja, ist ein bisschen viel Action hier bei dem Spiel, also wundert euch nicht. Deswegen habe ich auch keine Facecam, weil es sich eigentlich gar nicht lohnt. Was? Was? Scheiße, ne? Ist Dreck. Richtig langweilig deswegen, ne? Man muss mein Face sehen, dass das spannend ist. Deswegen direkt Dislike, Mann. Aber ich hoffe, euch gefällt eine so eine kleine Folge. Ich werde jetzt nicht alles so dokumentieren, wie ich hier spiele oder so. Ich werde das dann so machen, dass ich aufnehme, aber nicht Lust habe jetzt. So zum Beispiel kann die nächste Folge kommen, wenn ich jetzt Level 34 bin, Level 40 oder so. Und ja, also ich habe jetzt die Quest fertig. Danke nochmal dafür, dass du mitgekommen bist. Ach, pff. Und ja, also ist auf jeden Fall mega, mega cool das Spiel. Ich will mal bloß nochmal kurz was kombinieren hier. Das, 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 das. Oh, was einschmelzen. Und... Ach, Alter, wie scheiße kann man... Das nehme ich, das brauche ich, das brauche ich und das brauche ich. Und kombinieren wir mal alles und kommt eine Helmstufe 31 raus. Brauche ich jetzt tausendmal schlechter, kann ich einschmelzen. Perfekt, perfekt. Das kann ich auch nochmal einschmelzen, sehr gut. So. Was ist los? Ich habe jetzt bloß noch eine Quest offen. Keine Hauptquest mehr, nichts. Ich hab immer noch nix. So, dann muss Level ich up. 6 Holzkeulen noch sammeln und dann... Dann gehen wir mal dahin. Ja, Eisenwald halt, ne? Dann lasst uns hier farmen, so werden wir hier Level up sind. Ihr seht, ich bin Level 31. Es geht bis Level 50 hier. Also, ich sag mal so, ich habe jetzt gerade mal, oder ich zumindest, habe fast 1,5 Millionen Erfahrungspunkte. Und mit Level 48, mit Level 50 hast du einfach mal 48 Millionen und lol. Lol, nice. Bin einfach in die falsche Welt gegangen. Alles aber, hier liegt ein einzigartiger Gegenstand drin. Genau, wo ich die Aufnahme anfange, direkt ein Unique. Ach komm, Alter. Aber, das Witzige ist ja, die Schultern haben wir schon, ne, durch die eine Quest bekommen. Ach, echt? Mann, ja, das war, ja, das waren genau die Schultern, die wir da bekommen haben. Schade, dass er kein anderes Unique war davon, von dem Set. Ihr müsst wissen, wartet, ich kann euch gleich mal mein Inventar zeigen. Ich habe nämlich verdammtes Glück bei dem Account hier. Ich habe ja nämlich zwei andere große Accounts. Aber ich habe jetzt so entschlossen, mich mit GameStriker sozusagen die ganze Zeit alles so durchzuspielen. Und ich sag mal so, ne? Dafür, dass ich Level 31 bin, ist es ein bisschen sehr krass, dass ich alles legendär oder unique habe. Ihr seht hier an der goldenen Umrahmung, seht ihr, dass das unique ist. Das ist zum Beispiel legendär, weil es keine goldene Umrahmung hat. Und ey, das sieht so krass aus, ne? Ich habe hier das komplette Set. Ich hatte den Harmnisch, habe ich noch. Und jetzt brauche ich bloß noch eigentlich die Waffe. Dann habe ich das komplette Set. Und die habe ich. Ich habe jetzt zum Beispiel das Schild dreimal bekommen, die Stiefel viermal, Handschuhe dreimal, Brustpanzer dreimal, glaube ich. Schulterstück hatte ich zweimal, Helm hatte ich dreimal oder so. Das ist so krank, Alter, wie viele Uniques ich gedroppt bekommen habe. Dann kann ich ja das andere Unique anschmelzen. So, ich gehe jetzt erstmal die Quest abschließen. Ja, ist abnormal. Ich weiß. Wie er versucht, mich abzuschießen, damit er mich hindert beim Zurückgehen. So, wir gehen jetzt mal direkt den nächsten Boss klatschen. Hast du Lust drauf? Ja, warte, ich hab noch ein bisschen Streit angefangen hier. Der könnte aber ein bisschen schwerer werden als der eben. Ach, pff, ich bin ein Boss. Der könnte ein bisschen sehr schwer werden, sag ich jetzt mal so. Dann so. Weil der ist Level 35 und der macht nicht gerade leichte Attacken, muss man sagen.
Wo denn? Welche Welt? Die da oben. Also die mit dem Tor da oben. Das ist Oberst nämlich, wie hieß die? Warte mal, ich überlege gerade. Einfach nicht sagen. Ewige Wacht. Ach Mann, ich wollte es überlegen, Mann. Ich wollte extra nicht gucken. Ja. Ich wollte doch bloß gucken. Und du versaust wieder. Ach, ich wollte bloß gucken. Hab ich gar nicht überlegen. Und du versaust wieder alles, so wie immer. Hab ich gern gemacht. Na, ja, merke ich schon. Alter, ich habe fast einen Stack. Ein Stack bedeutet hier 9999 Essenzen. Jetzt wurde ich schon wieder im TS angeschrieben. Was ist denn das hier, ey? Kannst du kurz Support kommen? Möchte ein Bug reporten? Nö. Nee. Nehmen wir jetzt auf, Mann. Gehen. Hast du Pech Bugs gehabt, Mann. So. Dann direkt die Schergen getöten. Es gibt verschiedenste Monster. Guck mal, wir sind jetzt bei Level 30. Haben wir jetzt vielleicht insgesamt die Hälfte der Karten gesehen, muss man sagen. Da kommt noch richtig viel. Wir verbringen da richtig viel Zeit noch denn in den nächsten Maps. Das ist richtig abnormal, was da abgeht. Wo ist der Boss? Der Boss ist da hinten im Tor drin. Boss stellen. Das Witzige ist, du denkst ja so wahrscheinlich, ach nee, ich muss überall rumlaufen, ne? Guck mal, wie weit geht's. Wahrscheinlich viele Abkürzungen hier irgendwo. Ja, richtig. Aber erstmal klatschen wir die hier. Danke für die ganzen Drops hier. Ich habe hier nichts. Bloß ein weißes Item habe ich hier. Oh. So. Und 54 Kupfer liegen hier rum. So. Och, Scherge, geht auch weg und frier mich nicht ein, danke. So. Abkürzung? So. Ja, okay, dann rüber springen. Ich sehe ja, genau. Hier rüber springen. Ich sehe schon. Hier. Ja, nee, weiter rechts. Rechts. Ja, da ist eine Kiste. Oder auch so. Du kannst nämlich hier hingehen. Und hier rüber. Ach so. Versteckten Orte. So, dann nehme ich blaue Essenzen rein. Die bringen 100% mehr Schaden, also doppelt so viel Schaden. Und geh da rein. Also nimm du auch mal bitte blaue Essenzen rein, weil das könnte echt ein bisschen sehr kritisch werden. Ich hab genug, ich habe 7000. Mal gucken, ob ich jetzt erstmal schön sterben werde oder nicht. Ich glaube, wenn wir ihn kriegen, bin ich glaube ich Level up. Oder wie viel gibt der? Ah, die Animation kenne ich auch noch nicht von ihm. Ah, da ist er doch. Hä? Guck mal, da. Die. Ach, da. Alter, die Animation habe ich noch nie gesehen. Krass. Aber jetzt fängt die Animation erst an. Sieht cool aus. Haben sie gut gemacht. Man muss erwähnen, das ist ein kostenloses Spiel. Der hält aber wirklich wenig aus. Ja, okay, wir machen aber bei dem blauen Dings. Ja, aber trotzdem, Alter. Und der macht mir wirklich wenig Schaden, Alter. Dafür, dass er Level 35 ist. Der kann außerdem Unique droppen, ne? Oh, ja, du kriegst eh safe wieder, also ich nichts. Nee, locker nicht. Also, man kriegt hier safe mindestens ein Legendary, sofern man den Boss das erste Mal besiegt. Also, hier kriegen wir jetzt ein legendäres Teil. Nee, ich Unique! Ich hab ein Unique, ja. Ich auch. Nice, Helm? Das ist oh, jawoll, der Helm. Den ich auch, nicht. Ich auch. Den habe ich auch noch. Nur noch den Bogen, dann habe ich alles. Sehr. Du hattest doch einen Helm. Nein, das ist ein anderer Helm, den du hast. Das ist ja Robuster Nordhelm. Nordlandhelm, ne? Ja. Das ist ein anderes Set. Ja, du wirst wieder klagen, Mann. Du hast alles Unique, fast alles. Nee, das ist komplett anderes Set. Das zählt ja nicht, aber ne? Trotzdem hast du schon andere Unique. Ja, richtig. Ha, nice. Ja, das hat sehr gelohnt, hier hinzugehen. Der sieht vor allem eigentlich ganz cool aus. Ja, wann ist denn der? 35, okay. Wir gehen mal hier an einer anderen Map hier rein, hier links, also. Und ich würde mal sagen, wir farmen jetzt hier ein bisschen rum. Weil wir haben jetzt. Wollen wir mal im Event wieder reingehen? Da noch richtig Sinn zu farmen? Ich muss noch ein bisschen farmen, weil ich. Ja, weil da könnte. XP brauche. Nee, dann müsstest du hier farmen, weil da bringt es nicht so viel. Ja, okay. Aber, nee, ich bin auf die Lichtessenzen aus. Oder, nee, Silberessenzen heißen die. Weil die braucht man für das Event halt. Und da könnte man echt gute Items später kriegen. Echt wirklich richtig gute. Ach. Meinst du, dass wir nach Valheim gehen? Ja, genau. Meinetwegen. Sicher? Vielleicht ist ja der Kollege an der Ecke da, an der Klippe. Perfekt. Ja, stimmt. Ja, du meinst Julov. Ja. Ich merke mir den Namen noch nicht. Ja, wirst du später noch mitkriegen. Ja, du spielst das schon seit Jahren. Ja, du wirst aber auch später noch Julovs Familie kennenlernen. Also wirst du auch Julov im Gedächtnis behalten. Oh, fuck. So. Ich hatte eine blaue Essenz noch drin. Ups. Perfekto. Gehen wir mal hier lang. Nee, weil ich will jetzt hier ein bisschen... Einfach nur ein bisschen Erfahrung sammeln. Wie viel bringen die paar Monster hier? Gucken wir mal.
Okay, die bringen relativ. Ich gehe aber zurück, die Event machen. Dann kann ich direkt mal die Nordland schultern. Ach man, ich will mich teleportieren, dann kommt hier dann. Nee, was soll das? Ich will noch kämpfen. Da oben ist das Schließfach. Aber genau. Easy zu handeln hier. Ey, wir nehmen schon 10 Minuten auf, was? Was? 10 Minuten schon? Das war doch kein 10 Minuten. Ja, Mann, doch. 10 Minuten 30, 33. Ach, das kann nicht sein, das ist ein Anzeigefehler. Nee, ich glaube, OBS zeigt das schon richtig ordentlich an. Richtig krass. Kommt mir nicht so vor. Machen wir halt noch kurz ein bisschen Event und. Ja, ein bisschen Event und dann, ja. Ja. Das wollte ich da ja nicht, da würde ich hin. So, Gegenstand einschmelzen, das perfekt. Gibt's nur in Kingsville, oder? Die Teile, ja, die richtig. Braucht. Wir gehen nach Kingsville, die Hauptstadt von ganz. Wie heißt sie? Wie heißt die Gegend eigentlich? Ja, du spielst von halt ganz Drakensang eigentlich, so sagen wir es so. Du wissen. Nee, oh, ich kann dir nicht sagen, wie die alle heißen, ich weiß. Dass unten die Insel Lord Tuck heißt, ja, aber mehr weiß ich nicht. Tägliche Herausforderung. Perfekt, dann holen wir uns direkt mal 5 so eine Sphärenwege. Wenn man schon hat, dann hat man. Kommst du? Ja, ich habe gerade noch ein bisschen. Nee, jetzt. Danke. Okay. Sofort. Please come, man. Ja, ich will auch noch die Sperrenteile kaufen. Ja. Come to me, man. Vor allem, ich merke mal gerade so, dass es bei Uniques anders sein kann. Nämlich ist beim blauen Schild gerade ein goldener Wert, das heißt, es ist ja fast das Maximum, ne? Ja. Ist da bei dem blauen 0,6. Und das Schild, was ich als Unique habe, hat 0,8 auf einen Wert. Blockstärke. Oh. Also, das ist schon ein bisschen anders. Dann packe ich mal direkt den Amethysten hier rauf, der bringt mir ein paar mehr Lebenspunkte. Hier seht ihr mal meine Stats. Kann man die stacken, die Wege noch verholen? Ja, ja. Du kannst ja auch direkt 5 mit einmal kaufen, da unter. Oder. Echt? Ja, ja. Achso, lol. Und ich sag mal so, falls ihr das Spiel wirklich auch mal spielen wollt mit mir oder so zusammen, ich habe eine Gilde hier, die Dämonenklauen. Da ist auch er drin und wir nehmen gerne Mitglieder auf, die man so ein bisschen kennt schon. Wollen wir dann schon mal... Dass die Dämonenklau ist. Dämonenklau ist? Nee. Hä, bist du doof? So. Ja, bei mir steht da rechts Dämonenklau. Wollen wir in Schmerzhaft rein? Das ist schwerer, aber droppt doppelt so viel. Also 150%. Ey, wie geht das? Du ach gehst... Doch, ja, ich Schmerzhaft. Ja, wollen wir rein? Mit Schmerzhaft? Ja. Drin. Könnte ein bisschen schwerer werden, aber wir nehmen die Herausforderungen an. Mal gucken. War hier selbst noch nie auf Schmerzhaft drin. Ich nehme mal denn die Quest direkt mal an. Quest. Die Essenzen abgeben sozusagen. Dann packe ich mir die Silberessenzen hier rein. Und. Nee, ich behalte die Silberessenzen so. Dann stacke ich mir die zusammen. Ich brauche noch 300 Silberessenzen, dann kann ich die 3500 Quests. Oh, hier abgeben. Ist direkt ein Miniboss. Oh ja, ich brauche Minibosse. Ach, die sind ja nicht so schwer hier. Dafür, dass das schmerzhaft ist, ey, das ist ja easy. Ich dachte, die sind wirklich hart. Aber das ist ja easy, Mann. Hier kriegt man aber mehr Essenzen. Guck mal, anstatt 5 kriegt man 7, anstatt 2 und 3. Das ist ja mega geil. Hier können wir dann öfters reingehen. Sehr gut. Jetzt folgt noch der Miniboss hier. Nochmal betäuben. Und rauf. Hä, wo ist er? Ach, da. Raufkloppen da. Nein, nein, nein. Oh, ich bin auch behindert. Ich hab mich drauf geachtet. Warte, hier. Scheiße. Hast du den Seelenstein erhalten? Ja, ja, danke sehr. Ich hab einfach nicht drauf geachtet. Ich hab noch welche übrig, von daher, die bieten sich hier an. Ich dachte, der wäre noch betäubt und wollte gerade weglaufen. Nee, nee. Ich hatte ihn eigentlich gerade betäubt, aber naja. Perfekt, den haben wir gleich. Sehr gut. Wie viel hat er jetzt gedroppt? Fuck it, hab nicht drauf geachtet. Achso, nee, das hat gar nichts gedroppt. Ja. Nur irgendein komisches anderes Zeus. Ja, einfach nur ein grünes Item. Nee, blaues Item. So. Ja, und jetzt gucken wir mal hier, was hier rauskommt. Anderes Item. Und. So. Pass auf dein Leben auf, Fels, ne? Ja, ja, ich hab. Und den Miniboss noch. Betäuben wieder. Und Blutschaden hin, also Blutungen hinzufügen. Geh weg da. Geh weg, raus da. Ach, oh lol, das Gift. Oh, ja. Lol, ich habe das Gift gar nicht gerafft.
Ja, bist fast tot, ne? Würde ja, mal so nee. Nee? Okay, ich dachte, mir war so. Warte, ich muss auch mal kurz raus, weil sonst sterbe ich auch noch da drinne. Ja, mein Sprungschütze halt. Alter, hier ist aber raus, nice. Lila Item, nice. Sehr gut. Gucken wir uns direkt mal an. Das ist sogar besser. Nice. Das nehme ich dann direkt mal. Da verzichte ich direkt mal darauf, dann kann ich das Legendäre einschmelzen. Ich brauche unbedingt bessere Rüstungswerte, Alter. Ich fress ja alles. Das freut mich. Und dann töten wir die Monster hier nochmal. Also ihr müsstet eigentlich perfekt vom Sound her alles haben. Gut, nach diesem Monster, nach dieser Monster-Schar würde ich sagen, was ist mit diesem Part? Schaut auf jeden Fall beim GameStriker vorbei. Ja, wo denn? Wo vorbeischauen? Weiß ich nicht. Er hat nicht wirklich einen YouTube-Account oder YouTube-Kanal, wo er Videos bringt. Einen Account hat er schon, aber... Und ja, dann lasst ein Like da, falls euch Drakensang gefällt. Wir sehen uns dann. Bis denn. Oder wir machen noch den Miniboss hier schnell fertig. Ah, das geht ja schnell hier. Deine Schergen. Attacke! Und weg ist er. Schau.